Jetzt Zeit zu diskutieren. Erstmal vielen herzlichen Dank, dass ihr dieser Einladung Folge geleistet seid. Ich pitche gegen die Kollegin Schaller von der Post und gegen meine eigene Kollegin Elfriede Schmidt-Jones. Das ist ein bisschen schade, aber wie gesagt, freut mich sehr, dass ihr trotzdem hierher gekommen seid. Bevor ich loslege, eine Anmerkung vorweg. Ich mache das üblicherweise bei solchen Vorträgen so, dass ich ein paar Wochen vorher das ins Netz stelle und frage, ob es noch Fragen gibt. Und da war ein etwas ketzerischer Kommentar im Sinne von, jetzt ist schwer auf das Thema Influencer gekommen. Ja. Zwei Sachen. Es geht mir nicht darum, mir irgendjemandem zu erzählen, wie man es besser macht. Ich habe auch überhaupt nicht für mich den Anspruch, den Stein der Weisen gefressen zu haben oder irgendeine Lösung zu haben. Das Einzige, was ich hier möchte, ist, euch ein Thema vorzustellen, was uns bei der Telekom und mich persönlich in den letzten 3 Jahren sehr stark beschäftigt hat und wo wir vor 3 Jahren mit was angefangen haben, was sich ganz anders entwickelt hat. Also von daher, wer erwartet hier irgendwas Grundlegendes zu erfahren, ist falsch, das ist nicht mein Anspruch, aber ich glaube, es ist trotzdem interessant. Ja, heißer Scheiß. Das ganze Thema schien so einfach. 2015 war ich hier und habe was vom Ende der Kommunikationspolizei erzählt. Mein Ansatz war damals, und das ist ehrlich gesagt bis heute, dass die Rolle des Kommunikators sich im Zeitalter der sozialen Medien ändert und dass dieses sehr stark kontrollierende und einschränkende eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist, sondern der Kommunikator sich öffnen muss, viel stärker befähigen muss, viel stärker auch beraten muss und eben nicht mehr so stark einschränkend unterwegs ist. Und ich habe dann ein Jahr später den Gedanken noch weiterentwickelt für mich und gesagt, wenn man das richtig anpackt, dann kommt dann irgendwann sowas wie die größte Kommunikationsabteilung der Welt raus. Wie gesagt, es schien so einfach, aus einem oder 10 Pressesprecher 100 50 oder wie viele auch immer zu machen. Ja, ausgestattet mit auch entsprechender Software, Sprinklr, Voicedom, da gibt es ja eine ganze Reihe. Legen wir einfach los und kommunizieren unter dem Chor. Aber, wie so oft im Leben, der Schein trügt, nämlich zu was würde sowas in letzter Konsequenz führen? Tendenziell zu sowas. Zu einer eintönigen, einförmigen Kommunikation, wo 100 Leute auf Knopfdruck die gleiche Botschaft haben. Super langweilig, super nervig für den, der mehr als einen Follower im Unternehmen hat. Und am Ende des Tages auch für die, die von Social Media ein bisschen Ahnung haben, vollkommen dagegen. Es geht ja nicht um Senden, sondern es geht um die Interaktion. Und von daher stellt sich die Frage, wer möchte sowas, wir möchten es nicht. Und deswegen haben wir uns davon sehr schnell wieder verabschiedet. Auch, weil das ein paar Prämissen hat, die einfach nicht zutreffen. Zum Beispiel, dass die, die das machen sollen, alle gleich sind. Und das sieht in der Realität ganz anders aus. Die, über die wir hier sprechen, das sind diese Menschen. Und das sind über 120 in der Deutschen Telekom. Die nennen sich Telekom-Botschafter und die kommen aus allen Bereichen. Die sind unterschiedlichen Alters, unterschiedlichen Geschlechts, Herkunft und so weiter. Sie sind sehr, sehr divers. Das ist übrigens auch etwas, was bei der Telekom anders ist als in vielen Unternehmen. Es ist keine Aktivität, die von Unternehmensseite angestoßen wurde. Ich weiß, in manchen Unternehmen hat die Unternehmenskommunikation so ein Influencer-Programm gestartet, in anderen sogar die Unternehmensstrategie. Bei uns ist das eine Graswurzelbewegung gewesen. Von am Ende des Tages einen Menschen, der bei uns im Social Media Panel gepostet hat, ich suche Telekom-Botschafter, wer macht mit? Und das ist daraus entstanden. Was zeichnet diese Menschen aus? Sie sind bunt, sie sind schrill, sie sind vielfältig, sie sind anders, sie kommunizieren anders und sie sind vor allem eins, keine Hilfspressesprecher und sie werden es auch nicht werden. Das war die erste Lehre, die wir gezogen haben, als wir die Nähe zu den Botschaftern gesucht haben und gesagt haben, hey Mensch, ihr kommuniziert, wir kommunizieren, wie können wir dann da vielleicht zusammenfinden. Unsere Themenwelt, und ich denke mal, das ist in den meisten Unternehmenskommunikationsabteilungen so, ist sehr komplex.
und braucht sehr viel Aufmerksamkeit, um mit den Themen auf der Höhe zu bleiben. Bei uns sind es Themen wie Regulierung, Breitbandausbau und Ähnliches. Das ist nicht ohne. Und da fällt es auch manchen Pressesprecher schwer, themenmäßig auf der Höhe der Zeit zu bleiben und das sozusagen im Nebenerwerb zu machen, das funktioniert nicht. So, was sind es denn letztendlich, wenn es keine Hilfspressesprecher sind? Wie gesagt, sie sind sehr divers. Unterschiedliche Erfahrungs-, Bildungshorizont und Ähnliches. Wir haben mal mit der Uni Leipzig uns das angeguckt und das ist jetzt hier exemplarisch dargestellt. Also es ist jetzt nicht so zu lesen, dass der Magenta-Lapper aktiver ist als der Impulsgeber. Aber wir haben verschiedene Gruppierungen herausgefunden in dieser Analyse mit der Uni Leipzig zusammen. Es gibt die Leute, die haben wir benannt, Fachexperten, die einfach über ihre fachlichen Themen berichten. Oder über Themen, bei denen sie sich einfach auskennen. Wir haben zum Beispiel einen, der ist gut in Beamtenrecht, ne? Aber der Telekom hat ein paar Beamte und der postet sehr viel nach dem zum Thema Beamtenrecht. Der ist nicht bei der Personalabteilung, aber er kennt sich halt einfach gut aus. Dann haben wir so die Kategorie Magenta Lava und das ist vielleicht der Typus, auf den Externe am ehesten stoßen, weil diese Menschen einfach die Liebe zu allem, was mit Magenta zu tun hat, zum Ausdruck bringen und zum Teil ihres Sendungsbewusstseins zu machen. Das ist ein sehr, sehr breites Spektrum, was die abdecken. Und da wird gepostet, was immer Magenta ist, von der Steckerleiste über den Klodeckel bis hin zu Turnschuhen. Also von daher, das ist übrigens auch ein Phänomen bei der Telekom. Die Farbe hat eine unglaublich integrierende Wirkung und macht es uns vielleicht auch etwas einfacher, sowas zu tun als bei anderen Unternehmen. Wir haben den Rockstar, bei dem die Inhalte eine Rolle spielen, aber auch sehr stark die Aufbereitung eine Rolle spielen und viele andere auch. Also ich will sie jetzt nicht im Einzelnen aufzählen. Was ich einfach nur mitgeben möchte, ist, es gibt nicht den Influencer. Sie sind jeder für sich verschieden und das macht letztendlich sie auch aus. Und sie haben alle ein eigenes Selbstbewusstsein und zumindest mal bei uns wollen sie eins sehen, nicht sich vereinnahmen lassen, was auch gut so ist. Ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht. Der Kollege Pavel Hillinger hat eine gewisse Berühmtheit erlangt, weil er eher in die Kategorie Rockstar einzugruppieren ist. Er hat gute Themen, aber er hat vor allem auch eine sehr disruptive Art und Weise der Aufbereitung. Er stellt sich schon mal auf Petersberg nach Bonn und sagt, ich feuere heute ein magentafarbenes Feuerwerk ab und zündet dann ein Feuerwerk. Oder bezieht im Hotel erstmal die Betten mit magentafarbener Bettwäsche, weil er sagt, also das Rote erinnert mich zu sehr an die Konkurrenz. Er hat aber auch inhaltliche Themen, ist jetzt jüngst mit Wasserstoffauto von Bonn nach Berlin gefahren zur IFA und hat darüber berichtet, aber bei ihm steht sehr stark auch im Vordergrund die Art und Weise, wie er kommuniziert und er macht das laut und knallig. Hier sehen wir übrigens auch den Hashtag Telekom Wall, das ist sozusagen unsere Twitter Wall und unsere Hashtag Wall, wo wir sozusagen die Posts virtuell sammeln, also wer mal sich dafür interessiert, was da bei der Telekom in Sachen Influencing läuft, der braucht einfach nur unter dem Hashtag Telekom Wall zu gucken. Das ist ein anderer Influencer und der ist ganz anders drauf. Philipp Keuk hat was gemacht, was sicherlich jeder von uns in seiner Freizeit mal macht. Er hat auf sein iPhone einen zusätzlichen Akku gelötet und hat dann hier oben den Controller festgemacht, damit er dem iPhone vorgaukeln kann, dass es sich um offizielles Zubehör handelt und damit das Ganze nicht zu heiß läuft. Hat auch noch einen Lüfter drauf gelötet. Das gibt ein Gefühl dafür, was er postet. Er postet nur das Spiel. Ist ein faszinierender Mensch, ist jemand, der über die Telekom-Botschaft übrigens den Weg zur Telekom gefunden hat. Er ist auf Post gestoßen und hat festgestellt, das ist eine coole Sache, das würde mich interessieren. Unterhaltungen mit Philipp sind sehr bewusstseinserweiternd. Es ist ein toller Mensch. Ich verstehe zwar nur die Hälfte, aber es ist faszinierend. Ähnlich, also er ist der Experte. Ähnlich ist es bei Peter Schmidt. Das ist ein Techniker von uns und der begeistert mich durch seine Posts von seiner täglichen Arbeit. Der klettert nämlich auf Mobilfunkantennen und postet in schöner Regelmäßigkeit Bilder, wie er in 50 Meter Höhe ist. Mir wird schwindelig, wenn ich nur drauf gucke. Ja, oder eben auch das Technikräumen, und da kommt auch mal was Witziges dazu, ja, wo irgendein Mäuschen sich ein Nest gebaut hat. Er postet aber nicht nur Bilder, sondern auch insgesamt Dinge über Technik, über Mobilfunktechnik,
Dämpfung und ich weiß nicht was, wovon ich auch nur sehr wenig verstehe. Und dann gibt es noch Leute, und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiges Phänomen, weil wir traditionellen Kommunikatoren, wenn ich es mal so sagen darf, immer noch sehr stark in traditionellen Kanälen denken und, glaube ich, schon stolz auf uns sind, wenn wir von der Pressemitteilung und Pressekonferenz den Weg zu Twitter und Periscope geschafft haben. Die kommunizieren nochmal ganz anders, wenn nicht so. An den Tag legen. Und ja, ich finde es eine sehr beeindruckende Geschichte. Unsere Markenkollegen hassen es. Und haben sich fürchterlich aufgeregt. Das haben wir jetzt davon, dass wir denen das alles erlauben, dass hier jeder machen darf, was er will. Sie wurden dadurch geahndet, dass sie unser CEO empfangen hat. Und zum Leidwesen seines direkten Umfelds, er hat schon mal in einer internen Veranstaltung gerappt und ich glaube, da steht noch ein Projekt an. Warum ist das Thema Corporate Influencer so wichtig und warum sollten sich klassische Kommunikatoren damit beschäftigen? Philipp Goy hat 1299 Follower, Peter Schmidt 2200, Pavel Lillinger 3400. Pressesprecher Telekom 1, 215, 233. Nicht falsch verstehen. Ich bin kein Freund von blindem Follower-Zählen. Wir alle wissen, wie schnell man sich Follower in exotischen Ländern kaufen kann. Mir sind es lieber, wenn es 318 Top-Journalisten sind, statt 50.000 Leute, die mit der Telekom überhaupt nichts zu tun haben. Nichtsdestotrotz, die haben die sich ja auch nicht gekauft. Die Leute folgen Philipp, weil sie es cool finden, wie der mit seinem Handy rumbastelt. Oder sie folgen Peter Schmidt, weil sie mit ihm über irgendwelche technischen Dinge posten. Also von daher, und auch als Botschaft an meine Kollegen in der Pressestelle der Deutschen Telekom, in der Unternehmenskommunikation, wenn die das Chart sehen, gehen die steil. Weil sie sagen, der Chef findet die gut und findet die schlecht. Tut er nicht. Das Einzige, was er sagt, ist, dass es neben denen, die einen super Job machen und vor denen ich den allergrößten Respekt habe, noch welche gibt, die auch kommunizieren. Und ich finde, mit denen müssen wir uns beschäftigen. Denn Corporate Influencer sind da und sie gehen auch nicht mehr weg. Und ich garantiere, auch in kleineren Unternehmen, wo man jetzt sagt, naja, der von der Telekom hat leicht reden, ja, die sind 115.000 Leute in Deutschland. Ich mache mir einen Spaß draus und suche die. Ja. Und kleine Nebenbahn in Bayern. Der Typ postet super Fotos. Ich liebe ihn. Ja, also von daher, es ist keine Frage der Größe, sondern eine Frage des Suchens und des sich mit ihnen beschäftigen. Sie sind Meinungsbilder. Wir haben jetzt hier gesehen, da sind 5000 Follower, die von diesen Leuten beeinflussen. Übrigens, das wollte ich auch noch sagen. Ich habe jetzt natürlich die rausgesucht, die tendenziell etwas weniger haben. Wir haben in der Pressestelle auch
welche, die followmäßig durchaus mithalten können oder auch darüber hinweg, aber darum geht es mir nicht. Es geht mir überhaupt nicht um den Vergleich, sondern es geht mir halt darum, zu sagen, diese Menschen haben Communities, die sie bedienen und die wir nicht bedienen. Pavel Dillinger hat die größte Reichweite im sozialen Netzwerk der Deutschen Telekom. Ein ganz normaler Mitarbeiter. Er hat mehr Reichweite als der CEO. Deswegen, nochmal, sie bedienen, sie sind Meinungsbilder und sie bedienen große Netzwerke. Und sie bedienen vor allem andere Netzwerke. Diese Netzwerke sind sehr divers und bereichsübergreifend nach innen und nach außen eben, ich sag mal beispielsweise jetzt ein Philipp, der hat einen ganz weiten Reach in die Nerd-Community, der hat uns sehr geholfen, als wir das Thema 5G-Start beispielsweise kommunizieren wollten und mal ein Gefühl dafür bekommen wollen, was interessiert eigentlich die Nerds. Von daher die Frage, ist es ein Segen? Und im katholischen Segen ist sehr hochgetan. Ich persönlich glaube, es ist auf jeden Fall eine Bereicherung. Und mal abgesehen davon, wie man es bewertet, das will ich hier überhaupt nicht tun. Es ist nur noch mal meine Botschaft hier klarzumachen, dass das eine Form von Kommunikation ist, die da entstanden ist, die man berücksichtigen muss. Und wenn man ehrlich ist, die normalerweise klassische Kommunikatoren nicht so gut beherrschen. Es mag Ausnahmen geben, aber in dem Umfeld, in dem ich mich bewege, sind die Herangehensweise ganz andere. Das, was die machen, ist disruptive Kommunikation. Die scheren sich nichts um alles. Ja? Die fahren auf den Petersberg und machen das Feuerwerk, wo jeder klassische Kommunikator sagt, warum? Also von daher, aber auf der anderen Seite, kleine Anekdote, wir hatten jüngst Studenten von der Journalistenschule und wir haben gar nicht mehr gefragt, welche Zeitung sie lesen. Ja, sondern wir haben gesagt, welche Portale guckt ihr euch an? Spiegel, Tagesschau? Ich habe YouTube Star 1, 2 und 3. Ich sage, ja, und was ist der erste? Ja, der bloggt über Fashion. Ich sage, ja, toll. Und darüber informierst du. Ja, der hat auch immer so Gadgets und Politik erzählt er auch was. Und wir reden von zukünftigen Kommunikatoren. Was ich damit meine, ist, die Informationsbeschaffung findet heute im Unternehmen und außerhalb des Unternehmens ganz anders statt, als sie in der Vergangenheit stattgefunden hat. Ganz klassisch über die Pressekonferenz, die Pressemitteilung und den Anruf des FAZ-Journalisten, aber eben auch zunehmend in Bereichen, die klassischerweise nicht zu der Domäne der Unternehmenskommunikation geführt haben. Und da kann man sich jetzt die Frage stellen, bauen wir das selber mühsam auf oder suchen wir die Zusammenarbeit? Von daher, ich bin sehr froh, dass die Telekom-Botschafter da sind, weil auch noch zu einem zusätzlichen Aspekt, gibt, der dazukommt, Stichwort Listening. Die Menschen haben das Ohr in ganz anderen Bereichen, als man es normalerweise als Kommunikator hat. Und deswegen helfen sie einem beim Thema Monitoring, guck mal, da regt sich einer tierisch auf, vielleicht geht da mal einer von euch rein, oder wenn sie halt einfach Themen mitbekommen, wenn sie sich in deren Chats befinden und die sich über irgendwas unterhalten und sie sich sagen, Mensch, das ist ein Thema, vielleicht greifen wir das einfach mal auf. Also von daher, ich ziehe ein positives Feedback und würde sagen, jawohl, es ist tendenziell eher ein Segen. Zum Abschluss, habe ich mir mal von so Social Media Menschen gedacht, lassen immer 5 Tipps geben, läuft gut. Nehmt ihr aber jetzt ernsthaft. Nehmt sie ernst. Oft genug wird drüber gelächelt, was sie machen. Wie gesagt, sie haben Reichweite und sie sind damit auf ihre Art und Weise erfolgreich. Redet mit ihnen. Das ist auch so ein Thema. Die Spinner. Ja, sie sind anders. Und ich sag mal so, es ist zum Teil anstrengend, in Anführungszeichen mit Leuten zu reden, die auf einer Magenta-Wolke schweben. Aber es macht sie auf der anderen Seite auch sympathisch. Akzeptiert sie, das ist auch ganz wichtig. Der erste Reflex ist immer zu sagen, das kann ich doch nicht machen. Den rufe ich an. Klar, können wir. Also Peter Schmidt beispielsweise postet auch ständig irgendwelche Screenshots von irgendwelchen Messgeräten. Ich habe ihn dann irgendwann mal gefragt, also du bist ja schon bewusst, dass du da. Er sagt, ja, ich weiß, was ich mache. Und ich poste das, was ich. Wir hatten eine sehr große Diskussion, DGSTVO innerhalb der Botschaft, was soll wir da reingehen? Das kann es doch nicht sein. Wir stehen für Teilhabe und. Und dann ging die Diskussion los und das Ende vom Lied war, dass die Mehrheit gesagt hat, ich gehe da nicht rein, ich habe in meinem Foto hinten dran den magentafarbenen Hintergrund, ich habe in meiner Bio Telekom Botschafter stehen, ich werde da als voreingenommen gesehen und ich würde automatisch als Telekom mit Telekom identifiziert und das ist mir zu heikel.
Diese Menschen sind keine Dampfplauder, auch wenn manchmal der Eindruck entsteht, sondern in den allermeisten Fällen sind sie sehr höflich. Handreichend stark Augenrollen, das erlebe ich bei uns ja auf der Hochzeit schon wieder. Weil letztendlich, man kann von ihnen lernen, eine ganze Menge, vor allem wie man heutzutage kommuniziert. Und nochmal, das heißt nicht, dass das, was wir machen, falsch und schlecht ist, aber es gibt auch darin eine andere Art von Kommunikation und die müssen wir uns meiner Ansicht nach auch aneignen, beziehungsweise wenn wir sie uns nicht aneignen wollen, und da könnten wir lange drüber diskutieren, ich glaube, es ist gut, dass die Influencer ihr Influencing machen, die Kommunikatoren die klassische Kommunikation machen, weil da auch sehr viel Glaubwürdigkeit mitkommt. Deswegen halten wir den Kontakt, aber gehen auch nicht zu stark rein. Erstens mal haben sie ihr Selbstbewusstsein und zum Zweiten, glaube ich, würden sie dann sehr schnell von ihrer Authentizität verlieren. Aber trotzdem, ich glaube, man kann von ihnen lernen, wie man mit einfachsten Mitteln, die haben keine Agentur, die haben kein Video-Equipment, Schnittsoftware, ich weiß nicht was, Kommunikation machen kann und die erfolgreich machen kann. Helfen, auch das ist so ein Thema, das kommt immer wieder gut an, wenn man ihnen die Hand reicht, wenn die großen Kommunikatoren kommen und sagen, hey, wollen wir uns mal unterhalten, dann geht da erstmal der Puls hoch. Also ich habe mit einem, der sehr, sehr intensiv in Sachen Regulierung dann doch gepumpt hat. Ja, und ich dachte, oh, mit dem musst du reden, stellt sich raus, Azubi in München im Tisch. So, dann habe ich gesagt, muss mal, wenn er mal in Bonn ist, soll er mal vorbeikommen. Der hat die ersten 10 Minuten überhaupt nichts gesprochen. Und der Alex sitzt da hinten, der hat ihn begleitet. Ich sage, was ist mit dem los? Ja, er ist das erste Mal in der Zentrale. Ne? Der sitzt einem Business Leader gegenüber und der redet dann auch noch mit dem. Also von daher, man kann ihnen helfen, indem man ihnen Tipps gibt, auch ein bisschen im redaktionellen Storytelling und ich weiß nicht was, da können sie sehr viel, aber da gibt es, wie gesagt, durchaus auch Ansätze, wo wir eine gemeinsame Basis haben und wie gesagt, voneinander lernen können. Ja, und damit möchte ich gerne schließen. Das ist nochmal ein Bild der Telekom-Botschafter beim letzten Treffen in Bonn. In der Mitte ist unser Vorstandsvorsitzender, dem es offensichtlich sehr gut gefällt, in einem Magenta Meer. Und immer so ein Teddy, der ist auch immer dabei. In einem Meer von magentafarbenen Enthusiasten, die einfach erstmal alles super finden, sich zu bewegen und nicht in dem Umfeld von Bergen. Wer mehr wissen möchte, Hashtag Telekom Wall und Hashtag Bergstolz, da kann man eine ganze Menge rausfinden. Und jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit für eine Diskussion. Dankeschön. Also der Kollege ganz hinten war der Erste. Ich hoffe, es gibt keine Rückmeldung. Und dann bitte das Mikro weitergehen. Mich würde interessieren, bevor der erste Post dann rausgegangen ist, in dem diese Botschaft gesucht wurde. Und es doch trotzdem eine krasse Diskussion mit der Geschäftsführung oder wem auch immer gegeben haben. Und die werden doch super Bedenken gehabt haben. Und wie habt ihr denn ausgeräumt, dass das überhaupt ins Rollen gekommen ist? Auch das soziale Netzwerk war eine Graswurzelbewegung und das soziale Netzwerk ging an den Start als, glaube ich, ein Großteil des Unternehmens und das ist schon eine Hierarchiefrage, noch gar nicht verstanden hat, was das soziale Netzwerk da für eine Entfaltung haben kann. Also wir haben heute nach wie vor, dass wir unverhältnismäßig viele einfache Mitarbeiter von der Arbeitsebene in dem sozialen Netzwerk haben und je höher man auf der Managementstufe kommt, umso weniger werden es. Um die Frage zu beantworten, ich glaube, Sie haben es gar nicht so richtig mitbekommen. Sie haben es womöglich gar nicht ernst genommen. Und da muss man sagen, Pavel ist schon seit längerem im Unternehmen aktiv, auch in seiner also in der Zeit vor den sozialen Medien ist er schon mit Magenta-Klamotten rumgelaufen. Also er war in gewisser Weise und ist ein Exot und der Paradiesvogel. Und von daher, vielleicht hat man es nicht ganz ernst genommen. Aber es gab da keine Vorbehalte. Ich, wie gesagt, gehe davon aus, Sie haben es gar nicht mitbekommen. So, jetzt müssen Sie das Mikro bitte rüberreichen. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir noch ein zweites. Ja, mein Name ist Markus Janssen von Hinterlaut Strategies. Mich würde interessieren, was hat denn der Kollege, der diese Taskforce-Bewegung angezettelt hat, überhaupt motiviert? Die Liebe zum Unternehmen, zu allem, was mit Tee zu tun hat und zu allem, was Magenta ist. Ja, er muss ja ein gewisses Sendungsbewusstsein haben. Ne? Also er könnte das ja auch beim Kunden so auslegen, aber der muss ja irgendwie Bock da drauf haben. Genau.
Ja, hat er. Also weil er es eine tolle, findet, dass es eine tolle Firma ist und weil er der Ansicht war, in dieser Firma wird genug genörgelt. Da muss es auch mal jemanden geben, der das, die Dinge einfach nur mal positiv sieht. Nörgeln wir noch viele auf diesem Social Network? Auch, ja. Wir, die Telekom-Mitarbeiter sind sehr outspoken. Ja. Erstmal danke für den super Vortrag. Spaß gemacht ohne Ende. Dankeschön. Bitte. Wenn Ihnen aus welchen Gründen auch immer einer Ihrer Botschafter abstürzt und auf einmal Botschaften sendet, die weder mit Magenta was zu tun hat, sondern wirklich einfach nur noch Schaden, ihm selber, anderen Gesellschaftsschichten, wie auch immer. Ist das schon mal passiert? Wie würde man damit umgehen? Also die Frage wird immer wieder gestellt, auch in unserem sozialen Intranet. Wir haben nach innen die Regel, dass man mit Vollnamen postet. Von daher, wir sind sehr gut in unserer Debattenkultur, um es mal so auszudrücken. Aber extreme Einlassungen haben wir eigentlich so gut wie gar nicht. Die kann ich wirklich an einer Hand abzählen. Ich habe ein großes Vertrauen in Richtung Botschafter. Ich könnte sie auch gar nicht davon abhalten. Von daher beschäftige ich mich ehrlich gesagt mit der Frage nur bedingt. Also ich kann keinem der 115.000 Mitarbeiter der Telekom verbieten, einen Twitter-Account aufzumachen, bei TikTok irgendwas zu posten, wo auch immer. Das kann ich auch gar nicht kontrollieren. Das war ja der Ursprung, warum ich damals gesagt habe, Ende der Kommunikationspolizei, das kriegen wir nicht hin. Also so viele Leute kann ich gar nicht einstellen, um es zu kontrollieren und ich habe ja noch was anderes zu tun. Und der zweite Punkt ist, und das hatte ich eben schon anklingen lassen, es geht um das Befähigen. Es geht darum, den Menschen zu sagen, und der Alex sitzt da hinten, den Menschen zu sagen und auch Wissen näher zu bringen, sprich zu schulen, worüber macht es Sinn zu posten und worüber nicht. Und es ist auch wichtig, deswegen sage ich, redet mit Ihnen, dass man einen Kontakt aufgebaut hat, der letztendlich dann auch hilft, kurzfristig Dinge zu klären. Also wir haben hier ein internes Chat-Tool und ich bin in der Telekom-Botschaftergruppe drin und da gibt es eine Rubrik, die heißt Dringendes Wichtiges und wenn da was Wichtiges drin ist, dann kriege ich es entweder auf die Art und Weise mit oder mein Gott, wir sind vernetzt. Ne? Also, aber ja, wir haben keine schlechten Erfahrungen bisher gemacht und da, wo wir ansatzweise schlechte Erfahrungen gemacht haben, sucht man das Gespräch. Es ist ja, also es ist natürlich auch die Frage, wo zieht man die Grenze? Ne? Also diese Menschen sind sehr impulsiv und Nicole hat es gestern noch in einem Call gesagt, wir sind eigentlich keine Kommunikatoren, sondern kommunizierende Menschen. Das ist ein großer Unterschied. Wir machen das sehr viel intuitiver, sehr viel spontaner und vielleicht auch unreflektierter. Aber nochmal, dadurch, dass man es nicht per se verhindern kann, weil eben diese Welt jedem offen steht, kann die Antwort nicht sein, es zu verbieten, weil dann wandert es in Grauzonen ab, sondern das Thema Befähigung, das Thema Kontakt halten, das Thema Interaktion ernst nehmen und aufrecht halten und immer am Ball bleiben und dann auch zu Veranstaltungen gehen. Dankeschön. Jetzt haben wir eine schöne Schlusschart weggenommen. weitere Fragen? Schnell, hier vorne links. Wie viel Zeit haben wir? Wann ist der Schluss? 20 nach? Einfach eine Frage zum Thema Kontakt halten. Und zwar, wie ich das sporadisch, lädt die Unternehmenskommunikation der Telekom die Kollegen einmal ja zu einem Roundtable ein, informiert ihr die über das, was ihr vorhabt in der Kommunikation. Also, wie geschieht dieser Austausch? Ist da aus einem Prozess dran? Ist ja. Also wir haben mittlerweile sogar Leute im Team, die aus der Botschaftergruppe zu uns gestoßen sind, weil machen wir uns nichts vor, Social Media können die wirklich gut. Dass das eine, auf die Art und Weise hält man Kontakt, auf der anderen Seite im virtuellen Raum. Also wir sind sehr, sehr gut vernetzt und haben uns freundlicherweise, auch mich, auch nicht selbstverständlich, dass man dann einen Top-Manager in so ein Netzwerk reinlässt. Also sie sind sehr gut vernetzt und lassen uns in ihre Netzwerke und ja, wir laden sie auch ein. Teilt ihr auch deren Beiträge auf Klar, also wenn da was ist, dann like ich das. Umgekehrt auch, aber das gucken die sich genau an, deswegen funktioniert diese Armee nicht. Ja, also zu sagen, pass mal auf Leute, hier neues iPhone, keine Ahnung, neuer Tarif, bitte mal twittern, kann die nicht. Warum sollen sie es auch machen? Kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Wir gehen aber auch sehr weit.
Wir haben morgens eine Lagebesprechung, das haben wir irgendwann mal aufgemacht für die Telekom-Botschafter. Die können sich einwählen. Ich muss sagen, ich habe da einmal tief geschluckt. Und ganz ehrlich, nachdem ich gesehen habe, dass die Einladung schon draußen war, mit der Telefonnummer für die Konferenz. Weil ich weiß nicht, wie das bei euch in den Morgenbesprechungen ist, aber es ist eine sehr offene Diskussionskultur, die wir dort pflegen. Und da werden halt zum Teil auch vertrauliche Sachen besprochen. Und ja, wie gesagt, die Einladung per Outlook ging raus. Aber bleibt dabei, die nehmen das sehr ernst und gewissenhaft und wir haben das bisher da noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Danke. Wir ändern dann jetzt mal die Einmal wieder. Weil hier vorne ist noch eine Frage und dann da hinten und dann glaube ich. Ja, Jana von der Evonik. Ich habe eine Frage, der CEO scheint sehr viel zu mögen, aber welchen Anteil hat das? Man sagt ja immer, dass die Führung muss das Ding irgendwie befähigen, unterstützen. Und mich würde interessieren, was Sie meinen, welchen Anteil das am Erfolg an so einer Geschichte hat. Also ich sage mal so, ein ganz großes Problem der Botschafter ist, dass sie sich nicht ernst genommen fühlen, weil sie so ein bisschen in Richtung Spieliges gehen. Und das finde ich, deswegen sagte ich, nehmt sie ernst, finde ich ungerecht. Weil ja, klar, da ist Spieliges dabei, aber auf der anderen Seite ist da auch sehr viel Wertvolles dabei. Es tut ihnen sehr, sehr gut, dass ein Chef da zu ihren Meetings dazustößt und nicht nur einmal kurz Hallo sagt und dem Meeting einen erfolgreichen Verlauf wünscht, sondern eben auch also wirklich nicht nur Interesse zeigt, sondern ja, sagt, dass es ihm gefällt und also die Botschaft, dass er ihm wichtig, da kreuzt er von ihm. So, allerletzte Frage. Tolle Lokführer, die Post. Armin Stierer, Deutsche Bahn, das ist für uns natürlich als großes deutsches Unternehmen auch ein super spannendes Thema. Ich würde mal interessieren, wenn ich das richtig mitgeplottet habe, was jetzt gesagt ist, so um die 120 Botschaften gehabt. Ist es das jetzt oder wächst diese Community noch? Ist da viel Fluktuation? Und Teil 2 der letzten Frage, ist denn noch jemand aus deiner Abteilung so ein Botschafter? Also Corporate Communication sind ja auch nicht vertreten. Da gibt es einen Chart mit den Botschaftern, da kann ich es euch nochmal zeigen. Ja, wir haben Alex 3, Karin, Steffi, bin ich auch an? also ja, haben wir. Was war jetzt die letzte Antwort? Achso, genau, Rekrutierung und sowas. Da hinten ist Alex, ich bringe euch mal zusammen. Da halte ich mich ehrlich gesagt raus. Ich finde, sie haben eine sehr straffe Organisation und ein sehr straffes Rekrutierungsprozedere. Also das ist ungefähr die Größenordnung, korrigiere mich. Und wenn jemand rausgeht, kommt jemand Neues rein. Es ist eher tendenziell traditionell organisiert. Wie gesagt, es gibt da eine unbeschriebene Hierarchie bei den Botschafter, vielleicht muss das so sein, da bin ich auch nicht rein. Die machen das sehr gut und die haben auch einen guten Rekrutierungsprozess. Aber man muss schon mal überzeugen, man kann nicht einfach sagen, ich habe Bock bei euch mitzumachen, also kann man auch, aber das schaut man sich erstmal genau an, was ist der, passt der und was hat der für Themen. Aber wie gesagt, Alex ist da, der kann da nochmal erzählen. So, bevor ich jetzt hier rausgeschmissen werde, ganz zum Schluss mache ich normalerweise Werbung, weil ich ja für den Konkurrenzverband unterwegs bin. Ich kann alle beruhigen, die vom, das ist euer Verband, der ist jetzt anders. Diesmal werde ich nicht für die BWRG Reklame machen. Das muss ich beim nächsten Mal. Letztes Mal ist es mal ein riesen Ärger gekommen. Ich habe 50 Minuten einen Chart hier aufgelegt und Norbert, mein Präsident, hat, dass ich dann die Prügel abholen darf. Deswegen ist er heute zum Kontrollieren mitgekommen. Ich wünsche allen einen schönen Tag und danke fürs Zuhören.